Tag, moin moin, Hauke Harder von der Buchhandlung Almo Schmidt, beziehungsweise vom Leseschatz. Ein Lesetipp von mir, das ist eigentlich eine Kurzgeschichte, eine Novelle, also ein kurzweiliger, schöner Text von Annegret Friedrichsen, die Porzellanfrau, Wort aus dem Dänischen von der Autorin selbst übersetzt, denn Annegret Friedrichsen wuchs in Flensburg auf, ist dort geboren, ist zweisprachig aufgewachsen und lebt nun in Kopenhagen, arbeitet dort und lebt dort. Die Porzellanfrau war schon 2012 in Dänemark erschienen, liegt nun in der deutschen Übersetzung vor. Erzählt die Geschichte von verschiedensten Grenzen, die überschritten werden. Es ist eine moderne Geistergeschichte, hat so ein bisschen was von der Stimmung, wie zum Beispiel, man kann eigentlich heranziehen, Theodor Storm, Schimmelreiter. Es verwischen sich halt Wahrnehmungen. Es handelt von einer Alltagssituation, eine Putzfrau, die in dem Designmuseum in Kopenhagen tätig ist und nachts bzw. abends dort anfängt, die Räumlichkeiten und die Gegenstände zu reinigen, von Staub zu befreien. Sie zieht mit ihren Putzwagen durch die Räumlichkeiten, überschreitet damit schon die ersten Grenzen, Zeitzonen sowie auch die Wahrnehmungen. Sie hat eine bestimmte Gabe, sie hat auch die Möglichkeit, nicht nur die Kunst so wahrzunehmen, wie sie dort ausgestellt ist, auch mit den Texten, die sie natürlich dann auch liest. Aber sie hat auch das Gespür für jene Werke, die dort ausgestellt worden sind, beziehungsweise ausgestellt werden, dass sie dem eine für sich passendere Geschichte ergeben kann. Es heißt auch, dass es in diesem Museum spukt. Und das wird jetzt Tatsächlichkeit, denn die Grenzen heben sich auf. Sie hört Geräusche, sie hat das Gefühl, dass plötzlich jemand hinter ihr ist. Manchmal ist es auch eine reale Figur, das heißt der Museumsleiter oder weitere Personen aus dem Museumskreis tauchen plötzlich auf. Aber sie sieht auch tatsächlich Geister. Es sind drei, die ihr hier erscheinen. Ein Mädchen, die am Fenster sitzt und irgendwann auch plötzlich den Mund aufmacht und sie fragt, wann ihre Eltern bzw. ihre Mutter endlich kommt. Ein Mann, der im Hof auf einer Bühne steht und deklariert bzw. anfängt zu singen. Und die Hauptfigur, die erscheint, ist die sogenannte Porzellanfrau. Alle diese Geistererscheinungen eint etwas. Sie haben etwas verloren bzw. eine Sehnsucht in sich, die nun wiederentdeckt werden möchte. So heben sich erneut Grenzen auf, weil wir hier mit diesem Text auch in die Vergangenheit reisen, in eine Zeit, wo zum Beispiel Flensburg dänisch war und alle diese Figuren halt ein Schicksal teilen. Und es liegt nun an dieser Person, an dieser Putzhilfe, diese Putzkraft, die in diesem Museum halt tätig ist, einen Schlüssel hat für die Vitrinen, die sie reinigt, eigentlich also eine Figur, die ungesehen ist von den Museumsbesuchern, eigentlich auch nicht wahrgenommen wird, wenn sie dort ist, während Besucher auch da sind, wird sie auch nicht wirklich tatsächlich wahrgenommen. Wie auch diese Gespenstererscheinungen, die nun hoffen, dass sie wahrgenommen werden und beziehungsweise Bezug bekommen zur Realität oder ihre Geschichte aufgelöst wird. Also ein schöner, feiner Roman aus dem Dänischen, eine Novelle. Mein Lesetipp, die Porzellanfrau von Annegret Friedrichsen. Ich wünsche ihr Lesen und schöne Stunden. Bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Almschmidt mit dem Leseschatz. Tschüss.